Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Ich werde heute in die Stadt gehen, einfach zum Spaß. Ich bin bald zurück. Danke, meine liebe Penny, das ist sehr schön von dir. So, wir müssen mal schauen, ob wir hier irgendwo Holz drin haben. Nein, leider nur Hummer und Krebser. Aber da es heute regnet, werden wir auf jeden Fall zur Ingwerinsel gehen und uns heute mal das Meerjungfrauenrätsel ein wenig genauer anschauen. So, lass mich mal durch. Das nehme ich noch mit alles. Dann verkaufe ich das. Wir haben noch ein Teleporter, dass wir nach Hause kommen. Das ist sehr gut. Oder wir müssen halt mit dem Boot fahren. Müssen wir mal sehen. Hallo, ich wollte dich knuddeln. Eier haben wir aber viel bekommen heute, ey. So. Unser Hühnerstall ist gut gefüllt, muss ich sagen. Das passt alles soweit. Und ich brauche unbedingt noch Kaffeebohnen, damit ich endlich Kaffee machen kann. Ich kann aus 5 Kaffeebohnen einmal Kaffee machen. Ich müsste natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Dorfbewohner mal wieder beschenken, damit ich noch so ein Ereignis triggere. So, wie viel Milch haben wir? Milch sieht gut aus. Meine Kühe sollten ja eigentlich jetzt alle groß sein, oder? Das sollte eigentlich von der Milch her gut klappen. Der dort unten hat schon wieder Schleim produziert. Aber halt auch kein Dinosaurier-Ei mehr. Hallo, ich möchte den knuddeln. So. Kaffeebohnen könnten wir mal schauen, aber ich glaube, da war noch nichts fertig halt. Hier unten ist einmal leicht drin. Oder mal Schleim. Können wir mal mitnehmen. Hatten wir irgendwo in der Kiste drin, glaube ich. So, irgendwo hatten wir Schleim drin. Da haben wir Schleim drin. Schleim brauchen wir dann, wenn wir einen Schleimstall bauen. Da könnte man eigentlich einen Weg bei Robin einlegen. Nee, Milch geht nicht. Eier kommen hier rein, da haben wir sogar noch welche. So, Milch, Milch. Milch, Milch, Milch. Ah, es ist alles ziemlich vollgebaut gerade hier. Moment, hier ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Ja, wir könnten eigentlich bei Robin vorbeigehen. Muss mal schauen, was brauche ich denn für einen Schleimstall? Silo-Schleim 10.000, 500 Stein, 10 Quarz, 1 Iridium. 10 Quarz, 1 Iridium. 1 Iridium. 10 Quarz und Steine, glaube ich, ne? 500 Steine, also Steine sollten wir theoretisch gesehen genug haben. Dann sagen wir, wir bauen den Schleimstall und dann geht's ab zum Meer. Sollen wir mal gucken, ob ich die 500 Steine habe. Aber gerade so. Also Steine brauchen wir auf jeden Fall auch wieder. Wir brauchen eigentlich alles. Holz, Steine, Fasern. Wir brauchen so viel. Aber ich würde halt... Ach Moment, zur Ingwerinsel, da brauche ich Notenblöcke. Kann ich die denn machen? Die muss ich natürlich mitnehmen. Ich brauche nämlich 5 Notenblöcke insgesamt. Da fehlen mir Kupfer und Fasern. Kann ich die nicht machen? Das gibt's da nicht. Okay, das heißt, wir müssen irgendwann anders zur Ingwerinsel gehen, wenn es dort regnet. Ich werde trotzdem schauen gehen, weil da bekomme ich wahrscheinlich auch Holz. Okay, Steine kann ich natürlich auch bei Robin kaufen. Hallo Sean. Mit dir hätte ich eigentlich reden sollen. Ich möchte nämlich irgendwann auch ein blaues Zunahmen von dir.
So, Hofgebäude errichten. Wir schauen mal Traktorwerkstatt. Wir könnten noch einen Versandbehälter. Da brauche ich natürlich Holz. Und hier ist so ein Schleimstall. Den würde ich gerne bauen. Der ist aber ziemlich groß. Da muss ich erstmal genau schauen, wo ich den überhaupt hinstelle. Den würde ich sogar hier dazwischen kriegen. Dann müsste ich den Weg aber ein bisschen, den Weg ein bisschen verlagern. Oder ich packe den hier unten ran. Ne, ich packe den da an und verlagere den Weg hier. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Schleimstall zu arbeiten. Dankeschön. Stein könnte ich noch kaufen und Holz könnte ich noch kaufen. Ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Holz mitnehmen. Und ein paar Steine, so. Und dann würde ich sagen, geht's ab zum Strand. Weil wir wollen ja auf die Ingwerinsel. Ich hoffe ja mal, mein Pferdchen wird dann wieder nach Hause gebracht. Aber ich denke mal schon. Oh, rote Vögel, sehr schön. Ach, und der Abendmarkt ist ja auch noch heute. Stimmt. Der öffnet ja erst um 17 Uhr. Das sollten wir eigentlich auch noch hinkriegen. So, dann kaufen wir das Ticket. Die genau hier regnet es nämlich. Wie gesagt, das Meerjungfrauenrätsel können wir nicht lösen, dadurch, dass ich keine Notenblöcke habe. Und hier ist leider auch kein Vogel. Hier drinnen tut sich auch nichts. Kann sein, dass die auch nur Sonntag kommen. Also ich glaube, die Steine zählen einfach, die großen tun jeweils 5 zählen. Also müsste ich hier 2 mal klicken, hier müsste ich 11 mal klicken, dann müsste ich hier 9 mal klicken, hier 5 mal klicken und hier 7 mal klicken. Genau. Kleinsteine zählen 1, große Steine zählen... Hier ist noch so eine Notiz. Hier ist eine Nachricht. Du kannst die Handschrift nicht lesen. Über die Blanke sollte ich nicht gehen. Das ist auf jeden Fall auch neu. Das kommt aber wahrscheinlich durch den Mod. Gut, also ich bräuchte auf jeden Fall einiges an Fasern. Ich muss mal schauen, ob ich hier vielleicht Glück habe, dass ich hier ein paar Fasern sammeln kann. Ja, ein paar gibt es hier, aber halt auch nicht. Mumifizierter Frosch habe ich hier bekommen. Ich glaube, das habe ich aber schon abgegeben da. Mumifizierten Frosch habe ich schon abgegeben. Ein uralter Frosch, der im Dschungel lebt. Ja, ist ja gut. So, dann werde ich meine Hacke mal so nehmen. Also meine Holzfäller-Axt. Da haben wir sogar einen Schlangenschädel bekommen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den... den ich schon habe. So, also ich werde auf jeden Fall hier ziemlich viel Holz holen können. Und dann schauen wir mal, ob wir hier dem Museum noch was spenden können oder ob wir den Frosch schon haben. Ja, den Frosch haben wir schon. Wir brauchen hier dieses komische Vieh noch und noch so ein Schlangenschädel. Vielleicht finde ich das aber hier drüben auch bei den alten Knochen. Das kann natürlich auch sein. Steinertes Bein habe ich hier bekommen. Was war denn in der Höhle? Gab es hier auch irgendwas? Oh, hier gab es Pilze drin. Die nehme ich natürlich mit. Und hier gibt es auch noch Fasern.
Die muss ich natürlich auch mitnehmen, weil die brauche ich definitiv. So. Hier gab es noch ein wenig Hartholz. Bei dem versteinerten Bein muss ich mal schauen, aber ich glaube, das versteinerte Bein habe ich auch schon. Ich gehe auch mal schauen. Ich gehe trotzdem mal schauen, wenn ich verkaufe. Kann ich ja alles hier in meiner Verkaufskiste auch verkaufen. Nee, ich brauche Oberteile und irgendein Schlangenteil brauche ich noch. Schade. In dem Laden kann ich ja sowieso nichts kaufen. Ich denke mal nicht mit Knochen, dass ich da irgendwas mit Knochen... Doch, eine Taro-Knolle. Hier brauche ich die Muscheln, da kann ich ein Mangosprössling kaufen. Bananenpudding-Rezept kann ich kaufen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Muscheln waren ja hier unten bei mir am Strand, wenn mich nicht alles täuscht. Der Nachtmock hat begonnen. Ja, es ist 17 Uhr, ich weiß. Das ist sehr gut. Da habe ich ein paar Blaubeeren, die ich eigentlich ja überhaupt nicht brauche. Was habe ich denn hier noch drin? Hier habe ich schon 19 Muscheln drin. Gott, warte mal, das kommt weg. Kohle kommt. Das brauche ich alles nicht. Die Pilze nicht. Die Geode behalte ich. Das kommt noch weg. So. Ach, Samen brauche ich nicht. Noch eine Geode, sehr schön. Ich muss halt zum Abendmarkt, ne? Ein Mangosprössling könnte ich mir aber leisten, wenn ich hier die Muscheln hole. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob die ausreichen werden. Wie viel wollten der haben? 50, glaube ich, ne? Mit 50 komme ich hier leider nicht hin, das reicht nicht. Schade. Ah, die kann ich ja hier oben immerhin bunkern. Dann können wir zurückgehen, das sollte eigentlich noch klappen. Wie viel habe ich jetzt? 45, fehlen mir 5 Stück, also ehrlich mal. So, dann werde ich nämlich mein Totem, was ich nach Hause... Was mich nach Hause bringt, aufheben. Das werde ich vielleicht später dann benutzen. Und wir gehen zurück. Und dann sind wir nämlich beim Abendmarkt angekommen, beziehungsweise beim Nachtmarkt. So, der bringt mich sogar freiwillig nach Hause, ne? Nein, ein Gemälde möchte ich nicht, aber ich möchte bei dir schauen. Was hast du? Willenkarotte, Ei, Batterie... Kaffeebohne. Ja, dann nehme ich mal eine mit. Sammlervogelscheuche brauche ich nicht. Grabstein, Steinfrosch, Astinakensaat, Zierlauchsaat, Knoblauchsaat. Guck mal, das ist eine Pflanze, die wächst im Frühling. Sammlervogelscheuche, also eine bräuchte ich auf jeden Fall noch. Hütchenhut, Grabstein nicht, Steinfrosch. Na komm, nehmen wir mal mit. Können wir mal bestimmt irgendwo hinpacken. Ach, hier hinten komme ich nur zu diesem komischen Kino, ne? Ich glaube, das Boot hier mag ich am liebsten. Es ist etwas ganz Besonderes. Was bietest denn du an? Baumstumpffackel, Saisonpflanze, nee.
Ja, ich möchte gerne den Kaffee nehmen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal angeln, ne? Du erhältst Kaffee. Ja, sehr gut. Dann trinke ich mal, dann bin ich nämlich ein bisschen schneller. Da hab ich nämlich richtig Power. Ich habe mir für Jess einen Tag freigenommen. Sean, warte mal, kann ich dir nicht irgendwas schenken? Boah, ich weiß nicht, ob du Käse magst. Das ist großartig, danke. Scheinbar magst du Käse. Wollen wir mal nach Angeln gehen? Das kostet aber Geld, ne? Für 1000. Ja, komm, wir fahren runter. Die Zeit läuft natürlich trotzdem weiter. Aber wir wollen trotzdem mal angeln, weil ich glaube, was ist hier? Der Tag liegt in deinen Händen. Das ist sehr gut. Und ich glaube, hier unten kann man diese komischen Blobfische... angeln. Ja, das dauert natürlich eine ganze Weile, bis das U-Boot hier am Meeresgrund ist. Na, warte mal, müsste ich vielleicht hier von der Seite. Da kann ich nämlich die Angel komplett ausschmeißen. Muss ich natürlich gucken, was ich hier für Fische fangen kann. Das war ein mitternächtlicher Tintenfisch, den ich jetzt hier gefangen habe. Der bringt 150, aber den habe ich halt noch nicht. Naja, Seetang habe ich. Seetang brauche ich nicht. Seetang brauche ich absolut überhaupt nicht. Ich möchte gerne irgendeinen komischen Blobfisch dort fangen. Aber der wird halt wieder schwierig zu fangen sein, denke ich mal. Das könnte wieder nur ein... Ja. Das ist nur ein Tintenfisch gewesen. Schade. Was ist das da oben? Hihi. Eine Perle habe ich geangelt, nur die habe ich glaube ich auch noch nicht. Eine Perle habe ich glaube ich auch noch. Also eine Perle hatte ich schon auf der Ingwerinsel. Hätte ich vielleicht mal mitnehmen können. Ah, der ist schon ein bisschen... Warte mal, genau, ich möchte nämlich den Schatz gerne haben. So. War zwar auch nur ein Tintenfisch, aber ich habe eine Geode bekommen. Na gut, das war jetzt nicht so besonders. Also ein Blobfisch hätte ich gerne noch. Ja, das ist wahrscheinlich wieder nur ein Tintenfisch, oder? Nein. Das ist ein Gruselfisch gewesen. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, das wird doch nicht perfekt hier. Jetzt habe ich schon zwei Gruselfische gefangen, aber ich sollte langsam nach Hause gehen. Es wird spät. Okay, dann ist das letzte Mal jetzt, wo ich angle. Okay, wir haben noch eine Perle bekommen, aber mein Kaffee hat schon wieder nachgelassen. Ja, Captain, wir können wieder nach oben abtauchen. Müssen mal gucken, was gibt's denn für den? Warte mal, das kann ich wegschmeißen. Das behalte ich alles. Die Statue packe ich irgendwo bei mir hin. Die Kohle behalte ich. Die Perle könnte ich für 5000... auch verkaufen. Also 2500 gibt es da, glaube ich. Achso, wenn ich im Inventar bin, dann fährt das Boot nicht weiter hoch. Aber ich kann mich zumindest zu meinem Hof teleportieren lassen, weil ich glaube, hier war ja so ein Wahrsager, der mich nach Hause bringt. Es wird spät. Ja, einen Kaffee hole ich mir jetzt nicht noch. Die gehen halt alle nach Hause.
Ja, schick mich bitte nach Hause für 250 Gold. Das habe ich gerade noch so. Sehr schön. So, kann ich mal gucken, wo packe ich denn den Froschi hin hier? Der kann hier daneben stehen bleiben. So, jetzt packe ich das alles dort rein. Die Steine packe ich dort rein. Den Gruselfisch. Oh, den habe ich noch nicht. Warte mal, Seetang kann hier aber rein. Boah, was packe ich denn da jetzt raus hier? Katzenfisch, Seegurke. Was brauche ich alles? Seeigel. Warte mal, die nehme ich mal raus. Da packe ich das rein. Das packe ich raus. Dann nehme ich den rein. Die Ode kommt hier rein. Kaffeebohne kommt drinnen hin. Kohle. Ja, komm weg. Oder muss ich noch hier unten reinpacken? Omnigeode Kaffeebohne kommt hier in mein Hütchen. Ach, ich hätte vielleicht erst in den Keller gehen sollen. Habe ich immerhin schon 4 Kaffeebohnen. Kann ich fast bald mit der Kaffeeproduktion starten. Aber ich würde halt, wie gesagt, auch gerne Tee machen. Oh, hier ist viel fertig. Hier ist viel fertig. Oh, das gibt auch einiges an Geld. Sehr gut. Alles schön weg. Und dann ab ins Bett. Ich zusammenkippe. Also hier hätte ich jetzt einen Notenblock, glaube ich, gehabt. Und ich brauche ja einen Flötenblock, ne? Aber dazu brauche ich wieder Fasern. Na, mal sehen, ob man in der nächsten Folge 5 so eine Dinger machen können. 18.000. Ja, 27.108. Ist okay. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.